Good morning in the morning. Ich bin die verrückte Ente und wir sind hier bei Candy Crush. Und wir haben zwei Accounts, wo ich jetzt wahrscheinlich Gameplays aufnehme. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier ein Level starten. Ist hier irgendwo ein Level, wo keine drei Sterne sind? Wir sind ja alle auf drei Sterne. Ja, eigentlich wäre es cool gewesen. Hier, zwei Sterne. Machen wir das Level. Gucken wir, ob wir drei Sterne kriegen. Ja, wenn ihr wollt, Candy Crush könnte ich rein theoretisch Let's Playen. Müsst ihr nur sagen, ob ihr das wollt oder nicht. So. Ich muss mich halt hier ein bisschen reinfinden, weil rein theoretisch weiß ich nicht so wirklich, wie das Ganze funktioniert. Muss mal gucken. Na gut, da oben. Rein theoretisch weiß ich nicht, wie es funktioniert. Aber da ist man ja schnell drin. Und wir haben sehr große Accounts. Einmal Level 5000 und einmal Level 3000. Also das hier ist ein Account mit Level 3000 und... Na, was machen wir denn hier? Zack, zack, zack. Crazy Duck. Wie viele Züge habe ich? 14, ne? Das sind 14 Züge, glaube ich. Ja, also ich bin, wie gesagt, hier so ein bisschen noobhaftig. Das hat nämlich in erster Linie meine Freundin gespielt. Also wir haben zwei Accounts. Einmal habe ich einen, das ist hier der mit den 3000. Und sie hat einen mit Level... Alter, was geht denn da ab? Und sie hat den mit 5000, ich 3000 noch was. Ja, und ich habe einen Kanal, den ihr nicht kennt, wo ich nur Gameplays hochlade. Also ohne Reden. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht... Bumm! Vielleicht habt ihr Lust, auch mal Videos zu sehen. Moment. Videos zu sehen von Candy Crush, also Let's Plays, wo ich einfach ein bisschen Quatsch laber, ein bisschen hier die Level mache und. Wie gesagt, ich bin ja, weil es fällt jetzt demnächst Hill Climber wieder weg. Also Hill Climber werde ich wieder vom Kanal verbannen, wegen den Leuten, die diese Videos gucken. Moment, das erkläre ich aber in einem anderen Video. Ja, und dann habe ich wieder Platz für ein neues Format. Und da könnte man tatsächlich... Ja, also hier drei Sterne werden das nicht... Dafür bin ich jetzt zu schlecht. Schade. Ich krieg noch nicht mal einen Stern hin. Ich schaffe noch nicht mal hier das Level. Ja, ich muss üben. Um hier reinzufinden. Tja. Null. So knapp. Nee. Gehen wir raus. Genau. Wir können ja einfach nur mal aus Spaß... Also ich werde neu anfangen, übrigens. Ich werde neu anfangen mit Level 1 mit noch einem anderen Account. So, wir machen jetzt einfach nur mal aus Spaß Level 3272. Wir gucken uns das Ganze mal an. Und ja, könnt ihr ja mal schreiben, was ihr haltet davon, wenn ich dann hier das Ganze Let's Play. Wie gesagt, ich werde dann über Quatsch reden, werde mir Themen einfallen lassen, Geschichten erzählen und so und dabei versuchen, hier die Sachen zu schaffen. Sweet! So. Ist ja im Grunde genommen wie bei Township, bei den Events. Ja, ist wie bei den Events. So. Nur ein bisschen schwerer, glaube ich. Naja. Ein bisschen schwerer ist das Ganze. Huf, wie mache ich das denn hier? Ja, das bringt alles nichts. Okay, das war gut. Das war gut. Oh, das war gut. Das war gut. Das war nicht so gut. Das war auch, glaube ich, gut.
Ja, also, also wenn so eine Kettenreaktion kommt, immer mega cool. Ja, guck mal. Einfach zack, zack, zack. Crazy Duck. Was dann da alles passiert. So, ui. Sehr gut, sehr gut. So. Die zwei vermischen und da geht auch ganz schön viel kaputt. Oha, oha, oha. Ja, ich muss es halt definitiv von neu anfangen, damit ich auch die ganzen Sachen hier, diese Grundeinstellungen verstehe und so. Aber sieht cool aus. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es deutsche Let's Player gibt hiervon. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es gibt halt jede Menge Gameplays, ne? Wo die Leute reden. Nicht reden. Aber vielleicht wollt ihr ja auch mal einfach eine quatschende Ente dabei haben, die hier so ein bisschen was macht. Und dann könnt ihr auch beischreiben, ob ihr wollt, dass ich wirklich von ganz neu anfange, auch für die Gameplays, für die Videos. Oder ob ihr dann wollt, dass ich dann auch die dicken Level zeige, wenn ich dann ein bisschen Übung habe und das Ganze so versuche. Mist. Ach, okay, die kann ich auch tauschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, ja. Ist alles so ein bisschen schwierig. Wie kriege ich denn die... da muss er mehrfach... Das Ganze muss mehrfach kaputt gemacht werden, damit es dann wirklich weg ist. Also da gibt es ja diese ganz... Ne, also ihr wisst, wie ich das meine, ne? Diese Eiswürfel oder was das ist, die muss man mehrfach kaputt kriegen, damit sie dann wirklich ganz weg sind. Komm, wir machen das mal so. Zack, zack, zack. Also diese Kettenreaktionen, die liebe ich. Das ist immer toll. Aber irgendwie kriegt man die viel zu selten. Sweet. So, wir haben noch 4 Züge. Ja, das wird halt wieder nichts. Wahnsinn. Viel zu schwer. Jetzt weiß ich, meine Freundin, wenn die bei einem Level nicht weiterkommt, dass die irgendwann keinen Bock mehr hat, dass die jedes Mal die Krise kriegt und sagt, na, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich spiele das nie wieder. Das verstehe ich jetzt auf jeden Fall. Wow. Okay, das war gut, aber hat wieder nicht gereicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also schreibt einfach in die Kommentare, ja, Ente, sprecht einfach mal über ein paar lustige Themen, vielleicht auch Themen, die ihr dann einfach unter das Video schreibt und dann rede ich einfach über Quatsch und versuche dabei hier die Bonbons kaputt zu kriegen. So, zack, zack, Crazy Duck. Oh, guckt mal, guckt mal. Das war gar nicht so schlecht dafür, dass... Nach Zeit geht das ja nicht, ne? Ich kann mir wirklich alle Zeit der Welt lassen. Na gut, und der zeigt mir auch die ganze Zeit, wo ich was machen könnte. Also eigentlich hilft er ja sogar so ein bisschen. Boing, boing, oh, oh ja, das war gut. Okay, okay, okay. So. Grün, grün, grün. Kann man die jetzt verbinden? Ah ne, aber ich kann so machen. Sehr gut. Ja, ich muss das wirklich mal von vorne spielen, dass ich wirklich alles weiß, was, warum, wie ist. Guck mal hier, das geht auch noch. Zack. Sweet. Aber eigentlich müsste ich Sachen sammeln. Guck mal, jetzt habe ich da nämlich 2 dieser... Ich wollte die eigentlich miteinander verbinden. Habe ich jetzt nicht gemacht. Keine Ahnung. Hier, kann ich die jetzt verbinden miteinander? Nö. Wieso nicht? Da, dieses Bonbon. Habe ich gedacht, kann ich jetzt verbinden mit dem. Aber das war trotzdem sehr cool. Ja, ich würde gerne dieses Bonbon... Da muss ich mal nachfragen, wofür das Bonbon ist.
Das sind einfach Bonbons. Ich denke, dass die irgendwas machen. Nö. Machen einfach nichts. Ich gebe nicht auf. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Vor allem, es gibt ja auch verschiedene Candy Crushes. Also vielleicht werde ich irgendwann mal zum Candy Crush Profi. Könnte ich dann... Ah, okay. Ich darf nicht mehr spielen. Keine Leben mehr. Jetzt muss ich wohl warten, wa? Ja, bis zum nächsten... Ah, okay, ich verstehe. Also, halten wir mal fest. Ich muss das Ganze hier so ein bisschen lernen. Werde auf jeden Fall gucken, wie das Ganze funktioniert. Und entweder mache ich nur die Gameplays, dann gibt es keine Let's Plays auf diesem Kanal. Also ohne Quatschen, ohne dies, ohne das. Weil, wie gesagt, Hill Climber kommt weg. Und dann hätte ich wieder einen Platz für ein neues Spiel. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme wieder ein Spiel, wo ich weiß, dass die Community ganz lieb und nett ist. Und das wäre nämlich Candy Crush. Weil bei Hill Climber geht es mir einfach schon wieder auf den Senkel, was da für Kommentare kommen. Diese ganzen undankbaren kleinen Jungs, die es nicht zu schätzen wissen, dass überhaupt einer deutsche Let's Plays macht. Deswegen lasse ich es auch einfach wieder sein. Können sie sich woanders gucken, können sie ohne Stimme irgendwo gucken, können sie Gameplays gucken. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, hier Candy Crush für diesen Kanal ist doch vielleicht was, oder? Ich bin auf jeden Fall raus. Und wenn ich das Ganze, ja, wenn ich das Ganze dann drauf habe, wie gesagt, wir haben auch noch einen Account mit Level 5000. Also man könnte auch sogar High-End-Content bringen. Aber erstmal am besten von vorne anfangen, so ein bisschen lernen, ein bisschen gucken. Ja, ich bin raus und wer den Gameplay-Kanal wissen will, den werde ich in ein paar Tagen im Community-Tab verlinken. So, bis dann, hinterlasst dem Video gern ein Däumchen nach oben. Tschüss!